So, Hallöchen. Ich schätze, jetzt müsste alles passen, ja? Ja, das ist nämlich mein zweiter Anlauf jetzt schon mit Elden Ring. Denn die erste Aufnahme hatte ich nämlich. Ach, ist egal. So, hi, willkommen dann, ja? Elden Ring. Wird einen neuen Charakter starten? Natürlich. Das interessiert niemanden hier. Ja, schwatzt mir kein PS Plus auf. Neues Spiel. Ich werde mich etwas beeilen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Als Startklasse nehmen wir den Bekenner. Weil Gründe. No? Ohne mehr B. Und natürlich. So. Nehmen wir eine goldene Saat und als Aussehen habe ich hier schon was vorbereitet. Und wir starten das Spiel. America the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, America's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome dung eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Would again bless a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to
to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. So, da wären wir also. Eine kleine Sache vorweg. Ich weiß leider jetzt wohl schon ein wenig was über das Spiel, weil die erste Aufnahme, es gab Komplikationen, sagen wir es so. Deswegen muss ich den Part auch etwas kürzer machen, damit ich das alles hochgeladen bekomme. So, was haben wir denn hier? Runzlige Finger des Befleckten. Was war das jetzt nochmal? Das nehmen wir hier mal raus. Zum Schreiben von Nachrichten an andere Welten. Ah ja, also sozusagen der orange Speckstein. Vorteil für euch, ich weiß jetzt einigermaßen, wie man das Spiel spielt. Ist schon mal schön. Huch. Moment. So. Ich habe auch extra meinen Schreibtischstuhl mit her und so weiter, weil... Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht. Ihr schaut ja vermutlich auf dem Handy bzw. Fernseher. So, wenn ihr bei einem Fernseher zuschaut, könnt ihr es euch noch eher vorstellen. Die Schrift ist einfach elends klein. Und man kann es, glaube ich, nirgends einstellen, dass es irgendwie ein bisschen größer ist. Es ist schrecklich. Es ist echt Kotze. Also tut mir leid, das ist eine Sache von den aktuellen Spielen, das finde ich furchtbar. Elden Ring hin oder her, aber das geht nicht. Schaut es euch doch an, die Tür ist blockiert. Wenn ich das jetzt normalerweise da von meiner Couch aus spielen würde, ich könnte da keinen Furz, oder ich müsste da wirklich konzentriert hinschauen, dass ich das lesen kann. Das trotz Brille und allem auf, also Entschuldigung. Ja, Vorteil, ich kann jetzt ein bisschen die Steuerung schon mittlerweile. Gucken wir mal hier ein bisschen um. Denn das musste alles schnell gehen und ich habe jetzt auch nicht mehr alles im Kopf, deswegen gucke ich mich auch mal hier in aller Ruhe um, ob ich was Interessantes irgendwo sehe. Ja. Und ja, habt ihr das mitbekommen in der Intro-Sequenz? Da war vom Scheißefresser, also dem Dummfresser, die Rede. Und Marika, wer musste da auch an Amerika denken? Das überhaupt für ein Ding? Verpflanzter Spross. Au! Ja, und wir sind tot. Kleiner Tipp. Fernkampfklassen, habe ich gehört, sollen da ganz gut sein. Don't worry, Torrin. Fortune is on her side. We found her here after all. One of her kind is sure to seek the Elden Ring.
even if it does violate the Golden Order. So, da bin ich schon wieder. Das ist jetzt sozusagen unser Estus-Flakon. Und das ist unser Asche-Estus, sprich... Text mir nicht Vollspiel. Wir brauchen bisher nur das. Das hätte ich gerne auf Dealer ist hier. Hier, Fingerinsigne. Das Ding ist unser Wunderkatalysator quasi. Ein heiliges von der Fingerjungfer... So ein bisschen sehr doppeldeutig. Verliehenes Siegel, das als Katalysator für heilige Anrufungen dient. Anrufungen müssen an einem Ort der Gnade gelangen, bla bla bla. Also ja, wie bei Dark Souls, du brauchst hier den Rastplatz und dann kannst du das da machen. Okay. Kann ich hier irgendwie hoch? Nein, ist ein bisschen sehr dunkel, ne? Ja, ich gehe lieber wieder ins Licht. Die Höhle des Wissens liegt tief unten. Okay. Hoi. Tapferer Befleckte. Wage den Sprung. Des Lernens und des Echos. Aha, aha. Erinnert euch an die Kunst des Krieges. Und euer Kriegsblut und euer Kriegerblut. Ah ja. Na dann. Upp. Upp. Für mich war es tatsächlich anfangs ein bisschen eine Umgewöhnung. Die Steuerung. Ich hatte es ja vorher noch nie gespielt. Genau, Orte der Gnade. Ich erkläre kurz Leuchtfeuer. Genau das ist es eben. Kann man sich dann eben hinsetzen. Und hier kann man zum Beispiel auch seine Flaschen verwalten. Man kennt es ja. Man braucht dafür jetzt nicht wie in Dark Souls 3 wieder andere oder so. Man kann hier selbst seine Flasche verwalten. So, wir fügen eine Flaschenaufladung hinzu, denn wir haben am Anfang den goldenen Samen genommen. Sprich, wir haben jetzt einen Schluck mehr in unserem Fläschchen. Das ist doch schön. So. Dann gehen wir mal ein paar Pöbel verdreschen. Die Fässer mit dir. Sabbel mich nicht voll, wenn ich am Kämpfen bin, Spiel. Ja. Ich muss nicht abwehren. Die kommen gar nicht dazu. Ist recht. Ich weiß, wie man das Spiel spielt. Schätze ich. Größtenteils. Einigermaßen. Hi, Arschloch. Das nehmen wir mit. Materialien. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Traumhaft. Also dann kann man auch noch craften. Sind wir jetzt hier in Minecraft? Da ist das Deluxe-Modell. Da hat ein Schild. Waffen handhaben, das weiß ich. Oh, kleine Miese! Glaube ich aber auch. Ja, vieles von der Steuerung muss man sich erst dran gewöhnen. Aber es geht. Es kommt anfangs echt ein bisschen überladen vor. Wenn man es aber mal raus hat, schätze ich, kommt man wohl ganz gut mit klar.
Was für mich am schlimmsten ist, ist das mit X, ne? Hat man früher mehr Gegenstände aufgenommen und bestätigt. Das ist jetzt mit Dreieck, weil auf X springst du ja. Aua! Wenn wir eben hier heilen. Sehr schön. Theoretisch könnte mir dieser Pfeil da gar nichts tun, weil er in meinem Schild steckt, aber... Ja, mich fragt ja niemand. Genau, Talente ist halt eben, wenn man die Waffe beidhändig hat, dann kann man die Talente der Waffe nutzen. Sprich, Weapon Arts aus Dark Souls 3. Die Dinge gibt es offensichtlich auch wieder. Fand ich immer überflüssig. Genau, Ducken ist halt eben jetzt das hier. Da bist du recht lautlos unterwegs. Funktioniert tadellos. Und ich eile hier etwas, weil gefühlt streamt und Let's Play das ja eh jeder. Und wenn man das in aller Ruhe sehen will, dann kann man sich ja auch woanders anschauen. Da bin ich jetzt nicht am Böse, sondern ich möchte euch hier nur ein bisschen was zeigen und euch das Gelaber, das Anfangsgelaber ein bisschen ersparen. Weil wie gesagt, ich bin eh ein bisschen im Zeitdruck. Falsche Tastenbelegung. So, jetzt. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil meine erste Aufnahme wurde verkackt und ich bin vermutlich dann eh zu spät an der Böser wurscht. So. Amerikas Pfähle, also Amerika-Pfähle. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Amerika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Ist das sozusagen jetzt so eine kleine, feine Mechanik für Leute, damit sie nicht so einen langen Laufweg haben? Wird man jetzt hier am Pfahl der nackten Frau wiederbelebt? Finde ich okay. Soldat Godricks. Hoi. Waffen einhändig, beidhändig ist nicht so schön gelöst. Finde ich. Ui. Ja, ansonsten ist hier nicht mehr groß was zu sehen. Da kommt man vorhin durch, luschern, wisst ihr, da sind wir vorbeigelaufen. Hier, kannst schon mal reinschauen, siehst allerdings halt nicht viel. Ah ja, und für die, die es wissen wollen, wir spielen hier im Leistungseinstellungen Bildrate priorisieren, also wir spielen im Bildmodus sozusagen. Was auch immer, wird schon passen, keine Ahnung. Ja, seht ihr, das ist es eben das Muscle Memory, dass man Gegenstände mit X aufnimmt. Stärke. Neues Emote. Werden wir doch mal anpassen. Oh, das gefällt mir. Dann nehmen wir das hier. Okay. Und jetzt hier hoch. Puh. Ich bin eigentlich aktuell ganz gut in der Zeit, glaube ich. Dann können wir hier rasten. Und hier können wir wohl mit der Map, genau, das klicke ich mal weg, kann man dann eben von einem Punkt zum anderen reisen. Ist auch ganz okay. Dann haben wir hier die zwei Vögel in den Ratten. Es sieht halt echt so aus, tut mir leid, aber schaut es euch an. Steinschwert Schlüssel benutzen, ich habe einen. Ich habe keinen. Okay, aber das kann ich mir merken, dann müssen wir, wenn wir mal einen finden, wieder hierher zurückkommen. Nein, du sollst den Gegenstand nehmen. Akko, bist du für mich eh irrelevant. Ich habe kein PS Plus, also. Wenn ich nicht gerade irgendwie Bots beschwören kann, dann schaut's schlecht aus. Na,
aber ich mag die Klasse irgendwie. Es gefällt mir. Und können wir mal drüber reden, wie scheiße schön dieses Spiel ausschaut? Also der Hammer. Ja, schon. Kann ich irgendwie was pflücken? Na, da, Beeren. Wir nehmen immer Beeren mit. Da sind Geier, ne? Flugfeder! Mhm. Komische Wuschelfiecher. Da geblieben. So. Was haben wir hier? Erdenblattblume. Ja. Schon schick, ne? Und was ist das da? Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spiele herbeizurufen, da sie als Sammelpunkte für Kooperationsrufzeichen und feindliche Rufzeichen fungieren, die mit bla bla kleinen Bildnissen erstellt wurden. Das klang recht kompliziert. Hi Jesus, na, alles frisch? Die Karte wissen wir ja. Und wer bist du? Oh yes, Tarnish, Dawi. Come to the lands between for the Elden Ring. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Mhm. Weiter. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace, the golden light that gives life to you, tarnished? You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed, grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your... Ich will ja den Laberfürst jetzt gerade ungern unterbrechen, aber seht ihr das da vorne? Der auf dem Brauereigaul da? Ich glaube, den soll ich vielleicht lieber meiden. Ja. Okay, ja, verstanden. Also lass mich mal raten. Aha. Wenn ich mich da jetzt dann setze und wieder aufrichte, dann sehe ich da so einen goldenen Schimmer, ja? Ah ja. Den sieht man dann also auch hier. Sehr schön. Jo, Oh, cool, Ziegen. Sprießendes Horn, das ist neu. Mensch, das war ja aber mal sauber die Kehle aufgeschlitzt. Ein Ruinenfragment. Ich muss mir das bei Gelegenheit alles mal durchlesen, was ich da überhaupt gefunden habe. Da liegt ja noch was.
Noch ein Ruinenfragment. Hm. Ja, schön gemacht. Oh, noch eins. Oh, da liegt was Süßes. Hm. Noch mehr Jesus gekreuzigt. Ich will bloß auf keinen Fall in den komischen Menschen da reinlaufen, im Brauereigaul. Ich weiß, dass das böse ist. Kirche von Elle. Aha. Oh Mensch. Ja, mit dem Schnellreisen, das hatte ich ja erklärt. Was haben wir da? Oh, der Weihnachtsmann, schau mal. Cool. Hi, Weihnachtsmann. Verstärken von Waffen, ja, das kann man an diesem Amboss machen. Und hier haben wir einen Schmiedestein. Einen zumindest. Okay, und ab hier würde ich dann aber sagen, muss ich den Part beenden? Ich muss den schleunigst hochladen und wir sehen uns beim nächsten Mal dann hier wieder. Und da ist es tatsächlich für mich auch wieder blind. Also, bis zum... Ach, Moment, wir machen das so. Bis zum nächsten Mal dann, ne? Hey! Tschüss!